Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute werde ich euch zeigen, wie man einen Cleanstone-Generator bauen kann, beziehungsweise so einen ganz normalen Steingenerator. Also wir reden hier von diesen ganz normalen Steinen, die halt auch irgendwie in Minecraft überall sind so ungefähr. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Tutorial. Und zwar ist das erste, was wir tun, erstmal ein zwei tiefes Loch buddeln oder ein zwei Blöcke breites Loch quasi. Und da tun wir dann zwei Kisten rein, beziehungsweise eine Doppelkiste. Und da werden dann später auch die Items reinkommen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen verkleiden mit Quarz, aber das müsst ihr natürlich nicht tun, das sieht nur halt einfach ein bisschen besser aus und mich nervt das sonst, wenn man so diese ganzen Kanten davon immer sieht. So, da oben drauf kommt dann auf die hintere Seite von der Kiste quasi, also wir stellen uns jetzt vor, dass hier quasi der Eingang ist und auf die hintere Seite kommt dann ein Trichter mit Shift und Rechtsklick, der zeigt dann so nach unten. Dann machen wir an die andere Seite nochmal drei Trichter, jeweils mit Shift und Rechtsklick und die zeigen dann im Endeffekt alle zur Kiste, das bedeutet, wenn hier hinten ein Item reinfällt, kommt das dann am Ende auch in die Kiste, perfekt. So, das nächste, was wir tun, ist, wir umranden das Ganze einmal. Und zwar, wie gesagt, ihr könnt Blöcke dafür nehmen, die ihr möchtet. Ich nehme jetzt in diesem Fall Quarz, weil ich es halt immer mache und irgendwie am hübschesten finde, keine Ahnung. So, und das machen wir dann bis zur Kiste quasi. Links machen wir das Ganze dann nochmal zwei Blöcke breiter. So in etwa. Und dann machen wir hier eine Reihe Blöcke hin und auf der anderen Seite machen wir insgesamt drei Reihen Blöcke nochmal hin. Sollte dann in etwa so aussehen. Und ganz ans Ende hier auf der Trichterreihe machen wir dann einen Obsidianblock. Das wird nämlich dafür sorgen, dass wir, wenn wir hier abbauen und zufällig gerade alle vier Steine kaputt gemacht haben, dass wir hinten halt nicht irgendwie ein Loch in die Mauer bauen oder sowas, weil Obsidian braucht ja relativ lange, um abgebaut zu werden. Das nächste, was wir dann tun, ist, wir platzieren hier zwei Glasblöcke. Das ist auch natürlich wieder rein theoretisch egal, aber ich finde, es sieht halt einfach besser aus und im Tutorial sieht man es dann auch besser, deswegen nehme ich jetzt mal Glas, aber ihr könnt auch einfach Cobblestone nehmen oder Dirt oder sowas oder halt Quarz, das ist ziemlich egal. So, dann platzieren wir hier oben eine Falltür hin, so dass wir dann noch unter durchgehen können, aber eben kein Wasser hier rausfließt, denn wir werden jetzt Wasser platzieren und zwar insgesamt vier Wasserquellen nach da, die fließen dann so Richtung Trichter. Das sorgt zum einen dafür, dass hier halt den Cleanstone mit Lava entstehen kann und zum anderen, falls hier ein Item nach links fällt, wird es dann hier halt auch reingespült mit dem Wasser. So, dann machen wir da erstmal ein Dach drüber. Wie gesagt, könnt ihr Blöcke benutzen, die ihr möchtet, muss kein Glas sein. Und dann machen wir hier noch einen Block hin und was wir dann noch machen ist, hier oben auch einen Block hin, also direkt über die Trapdoor. Und dann kommt hier oben Lava hin, das bedeutet hier auch wieder vier Blöcke Lava. So, und wenn Lava nämlich auf Wasser trifft, also wenn Lava von oben auf Wasser trifft, was unter ist, dann entsteht nämlich Cleanstone und kein Cobblestone. Ich habe ja übrigens schon ein Tutorial für einen Cobblestone-Generator gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Aber der hier funktioniert eben ein bisschen anders. Und ja, eigentlich war das schon die ganze Zauberei dahinter, das ganze Tutorial. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Stein in die Kommentare. Das Einzige, was ihr natürlich jetzt nur noch tun müsst, ist in den Creative-Mode, in den Survival-Modus natürlich zu gehen. Hoppala. Und dann holt ihr euch einfach eine Spitzhacke mit Silk Touch natürlich, also mit Behutsamkeit. Ansonsten kann man ja kein Cleanstone abbauen. Und dann stellt ihr euch einfach hier hin, drückt Linksklick und baut hier die ganze Zeit die Sachen ab. Und ihr seht schon, manchmal kommt man eben bis ganz nach hinten. Ich habe jetzt zum Beispiel Efficiency, also Effizienz 5 hier drauf. Und das bedeutet, ich baue halt ziemlich schnell ab. Und deswegen ist hinten eben auch der Obsidianblock wichtig. Und dann könnt ihr euch hier einfach hinstellen, wie gesagt, und das Ganze hier abbauen. Und dann guckt ihr mal, wenn ihr lange genug abgebaut habt, einfach in die Kiste und seht da euren Cleanstone. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Hashtag Stein in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.